Schütze. Hallo. Elefant. Ja, Elefant. Hallo Köln. Ja, müssen so. Wir schon gleich hinsetzen. Ja. So. Dann setze mal die Mordsbrille bitte wieder auf. Unsere Mitarbeiter, dann ist das wieder Mitarbeiter des Jahres? Monats. Des Monats? Ja. Okay. Und wir spielen das in alter... erstmal hinsetzen. Was bin ich, Manier? Das heißt, du hast 10 Fragen, die ich mit Nein beantworten darf. Bei der 11. Frage hast du verloren. Und wir spielen natürlich auch um die guten alten 5-Mark-Stücke. Also für jedes Nein bekommt unser Mitarbeiter des Monats... Wo ist sie? Da. Ein 5-Mark-Stück. Und eigentlich können wir schon loslegen, oder? Bist du bereit? Ja. Gut, dann kommt hier unser Mitarbeiter des Monats. Bitte nicht sprechen. Und wenn Sie zu Hause oder hier im Studio gerne mitspielen möchten, was denn unser Mitarbeiter des Monats hier überhaupt macht, dann schließen Sie bitte beim ersten Gong die Augen. Beim zweiten Gong, dann wird eingeblendet, was unser Mitarbeiter des Monats macht. Und dann beim zweiten Gong machen wir aus der Einblendung eine Ausblendung. Sie können die Augen wieder aufmachen und mitspielen. Also bitte. So, bitte auf ein Schwein zeigen. Habe ich mir fast gedacht. Nein, nicht auf mich, Stefan. Den Witz, den hatten wir jetzt schon so oft. Der ist aber immer wieder lustig. Das glaube ich wohl. Gut, dann kannst du anfangen. So, Mitarbeiter des Monats. Also heißt es, wenn du Mitarbeiter sagst, dann meinst du damit ja wahrscheinlich also auch einen Mitarbeiter und nicht eine Mitarbeiterin. Hallo? Ja. Was denn jetzt? Ja. Ich darf also, nur mit Ja und Nein antworten. Und was habe ich denn gefragt? Wenn du meinst, ein Mitarbeiter und ein Mach doch mal eine klare Frage. Ja, also ist das eine Frau? Ist es eine Frau? Nein. Okay, also ich hätte natürlich anders gefragt. Okay, dann gehe ich davon aus, dass es sich um eins der anderen beiden handeln muss. Ja. Also, ein Mann, vermutlich. Manchmal. Gut. So. Männer ist bei uns im, sind wir überhaupt in der Mehrzahl als Männer bei uns? Männer sind bei uns unter den Autoren zu finden, in der Requisite zu finden, in der Produktion zu finden. Ich muss ja jetzt auch mal was ausschließen. Also sagen wir mal, ist die Person in der Produktion tätig? Also dafür zuständig, dass die Sendung funktioniert, dass hier unten Leute an den Kameras Nein. stehen und... Oh, meine Schuhe drücken. Ich muss mal... ist diese Person... muss diese Person arbeiten? Also, sagen wir, also wirklich im Sinne von arbeiten, nicht den ganzen Tag rumsitzen. Also zum Beispiel, wir haben ja viele Leute, die auf Stühlen sitzen, ja? Und telefonieren, im Computer rumgucken. Oder ist diese Person auch mal hin und wieder auf ihren eigenen Beinen unterwegs und muss was erledigen, was anfassen? Du stellst schon wieder so eine blöde Oder-Frage. Ja. Stell doch einfach mal eine klare Frage. Ja, ist diese Person... im Sinne, also arbeitet die auch mal körperlich? Was heißt das? Was soll das denn? Der Mitarbeiter nickt. Ich sag mal Jein, ich pack mal ein halbes. Was heißt denn Jein? Also ich würde eher Nein sagen, aber unser Mitarbeiter sagt Ja. Deswegen ein Jein. Der Mitarbeiter sagt, dass er auch körperlich Ja, er muss ja auch sagen, dass er viel arbeitet. Ich meine, wäre ja blöd, wenn er jetzt sagt, irgendwie arbeitet. Dann muss er zumindest dann kommt er entweder aus der Requisite oder muss eine Kamera schieben oder hat irgendwie. Keine Oder-Frage. Wer arbeitet denn körperlich? Also, aber bist du in der Requisite? Einer Nein. aus der Requisite? Nein. Wie kann ich denn noch? Gehörst du eher zum kreativen Autorenbereich? Nein.
Also du bist komplett unkreativ und brauchen wir dich? Oder ja, zahlen wir hier einfach Kohle für die Katz und könnten auf dich sehr gut verzichten? Ist das wieder eine Oder-Frage? Können wir auf dich verzichten? Nein, das mache ich jetzt einfach mal. Können wir nicht, wir können nicht verzichten, okay. Bist du in das Gästegeschehen eingebunden? Bist du dafür verantwortlich, dass Gäste in unserer Sendung kommen? Ja. Dann muss ja, dann muss es ja Redaktion sein, oder? Also Redakteur. Hallo? War es eine Frage, ja? Ja. Ja, ist, ja. Ja, da gibt es ja nur zwei. Und da du eben gesagt hast, dass du ein Mann bist, dann musst du der Matze sein. Richtig! Ja. Ja. So, ich pack das. Fünf Mark schon da mal rein. Ja. Sag mal, bei hart körperlich arbeiten hast du genickt. Was machst du denn bitte? Was machst du denn körperlich? Ja. Also, ich trage Vox den Berg hoch und so. Oh, ja. Und ja, Matze ist nämlich unser Sportkoordinator. Alles, was mit Sport zu tun hat, da arbeitet Matze dran. Der sorgt dafür, dass Eiskanäle bearbeitet werden, dass Hallen gefunden werden, wo wir unsere Sprung-Events machen können und so. Dafür ist Matze verantwortlich. Oder mal nach Mailand fliegen kann, ja, zum Champions League-Spiel. Ja, genau. Ja, aber Pech für dich. Trotzdem gibt das der Chef dich erkannt hat. Es gibt ein schönes T-Shirt.